Das ist ein Schwanz, ne? Nein! Tim. Willkommen zu einer Runde Bad Wars. Hi, wer ist dabei? Der Hypi, hallo. Genau, den habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Ihr kennt ihn sicher alle, ihr seid da auch schon ein bisschen genervt von wahrscheinlich. Spiel mal auf Revi, ne? Ich habe ja das letzte Mal auf Kyulu gespielt. Und ich möchte etwas ansprechen, das besorgt oder beschäftigt auch einige schon. Und zwar geht es heute darum, dass die Leute, die die YouTube-Szene in der Bad Wars-Szene, sage ich mal, erfrischen und aufrechterhalten, beziehungsweise die Leute, die bekannt sind, sagen wir es so, benutzen so Taktiken. Clickbait ist ja das, was jeder benutzt fast, aber es gibt dann auch so eine erhöhte Stufe, nenne ich es mal. Und zwar gibt es Leute, die dieses Poishi-Trolling machen, ihr kennt das sicher. Kennst du das? Oder hast du das schon mal irgendwo gesehen? Poishi-Trolling meinst du das, wenn die da früher, wo Moonwalk noch nicht so bekannt war, wo die dann gemoonwalkt haben und alle so gefragt haben, bist du Poishi oder so? Meinst ja, du genau. Das? Ja, genau. Ja, ja. Ja, also halt dieses Poishi-Trolling. Und die Leute, die haben das immer benutzt, um halt so, also am Anfang hat Poishi Leute immer getrollt damit, weil er halt wusste, dass es ziemlich bekannt ist über ihn. Ja, und dann kam es halt so mit den Arten, das glaube ich 2-3 Mal gemacht sogar, wo er dann Poishi-Trolling betrieben hat, sage ich mal, und hat dann so Leute verarscht mit seinen Bauarten halt. Und das ist, ich habe einen Trick 360 oder so. Und das ist halt so, ich meine, es ist halt so Ideenklauerei. Ich meine, ich bringe auch nicht immer mein eigenes Zeug, weil es eben auch mittlerweile schwierig ist, irgendwas zu finden, was die Leute noch nicht gesehen haben. Weil es gibt viele Videos. Aber, kommt ja auch drauf an, man muss ja auch nicht immer was eigenes bringen. Aber es gibt natürlich immer diese Sachen, die halt viel geklickt werden. Und dazu gehört halt auch dieses Poishi-Trolling. Lol, du hast das Bett bekommen. Ah ne, es war ja jemand anderes. Nee, es war's nicht, es war jemand anderes. und ja, halt dieses Poishi-Trolling. Ich halte davon null. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Es gibt ja viele YouTuber unter euch, die auch aktiv Videos bringen. Und was haltet ihr dazu? Schreibt es mal ruhig in die Kommentare, weil ich finde das ein bisschen kacke, weil die Leute sich an deren Namen hochziehen. Willst du noch irgendwie was dazu sagen? Sonst komme ich zum zweiten Punkt. Komm zum zweiten Punkt einfach. Komm zum das zweiten. Das alles gesagt. Und zwar hatte ich die Ehre, Videos seit, ich glaube, 2 Jahren zu machen oder 3 Jahren für euch. Oder zwei, ja, eher 2,5. Und die Leute, es gibt bestimmt noch wenige, aber es gibt ein paar auf meinem Channel, die mich halt aktiv noch schauen, die mich von vor 2015 und so kennen, 2014. Ich wollte gerade boxen, heilige Scheiße. Und dann habe ich da damals schon so ein bisschen relativ gute Videos, aber auch irgendwie Kack-Videos gemacht. Die hört es übrigens in meinem Audio, da komme ich gleich nochmal. Ich habe die jetzt verbessert, ich hoffe, man hört. Also du nicht, aber halt im Video. und zwar habe ich damals auch schon so ziemlich gut geklickte Videos gehabt auf meinem Channel. Und zwar gab es da diesen Labymod Flügelhype. Ich weiß nicht, hast du den mitbekommen? Ich war zu der Zeit noch nicht da. Achso, stimmt ja. nächste Sache. Auf jeden Fall war das so, ich glaube, 2016 im Frühjahr. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall war es dann noch nicht so, also die Bauarten konnte halt noch keiner, Fastbridgen war schon natürlich beliebt und so, aber sonst gab es halt nichts. Man hat halt gehackt, wenn man no-shiftet oder so, gefühlt. Und das soll aber jetzt noch nicht Thema sein, bin ich wieder abgeschweift. Und zwar habe ich damals so ein Labymod-Flügel-Video gebracht und dieses Labymod-Flügel-Video wurde, glaube ich, zigfach irgendwie 40.000 Mal geklickt. Sind wir rot? Achso, lol. Wurde 35.000 Mal, glaube ich, geklickt, dann habe ich das Video auf privat gestellt. Und das Ankündigungsvideo für dieses 35.000 Aufrufe-Video, sage ich mal, hatte auch 10.000 Aufrufe. Und ich wusste nicht, dass das so viele Klicks gibt. Und dann haben mich zig YouTuber kopiert, wie zum Beispiel Ricky Crafter. Ihr kennt ihn vielleicht. Der ist ja sehr, sehr bekannt in der Szene. In der MC-PvP-Szene, sage ich mal. Ja, und der hat halt eben mich nicht mal verlinkt. Hat dann aber gesagt, dass er es von einem Freund hat. Und ich war nicht mit ihm befreundet. Beziehungsweise ich war schon mit ihm befreundet, aber das ist schon so lange her, wir haben nie Kontakt gehabt zueinander. Ja, schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Auf jeden Fall nochmal zu eurer Meinung, also wir hatten, Product Placement. zu eurer Meinung nochmal, wir hatten so Videos, also ich und ein Freund hatten so Videos gebracht und wurde gut geklickt, ich hatte dann 3000 Abos, der Kanal ist jetzt inaktiv und ja, wir hatten dann auf jeden Fall ziemlich den Hype. Und wurden dafür gehatet. Aber es war ja unsere Idee. Denn wir hatten so eine Art Wings-Client, haben wir es genannt. Und das war so eine bearbeitete Labymod-Version. Später hat Labymod dann die Free Cosmetics released.
Das war aber noch davor. Auf jeden Fall, genau, schreibt einfach mal eure Meinung unten hin, vielleicht auch mal eure Geschichte. Ihr habt es ja, wenn ihr mich von damals noch kennt, auch miterlebt. Und Hype und ich und noch ein paar andere Kollegen haben den Raventix-Server. Habe ich ja auf Twitter schon mal angekündigt, jetzt nicht innerhalb eines Videos, aber auf Twitter. Ich glaube, Tim, du hast ja auch auf Twitter schon mal, innerhalb des Videos, glaube ich, auch schon mal gesagt, oder? Locker. Zweimal, also jetzt am heutigen, also halt was gestern war. Und ja, auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall bei dem Server vorbei, wenn der dann geöffnet ist. Ich werde euch nochmal dafür informieren auf Twitter, @feuersteinyoutube, wie immer. Und es ist mir sehr wichtig, dass ihr mir auf Twitter folgt, auf jeden Fall, dass ihr da nichts verpasst. Denn das Server-Opening wird wahrscheinlich ziemlich nice. Und wir sitzen da schon seit ein paar Tagen jetzt dran. Seitdem wir da aktiv beide drin sind, Hype und ich. Oh, jemand kommt, ich muss nicht so sein. Und wir suchen halt noch Developer und Bilder. Bewerbt euch da am besten. Ich habe euch unten einen Google Forms-Link in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr euch bewerben. Die Bewerbungen werden nicht an mich weitergeleitet, aber an den Owner. Und das ist Justin aka Qflow. Und bei dem bewerbt ihr euch dann sozusagen. Einfach das Formular ausfüllen. Und seid bitte ehrlich, sonst können wir das halt nicht akzeptieren und das wird spätestens irgendwann auffallen, dass ihr nicht ehrlich wart. Oh lol, da ist jemand. Nein, hast du sie? Ah, ja. Alte Legende, Mann. Auf jeden Fall werde ich jetzt wahrscheinlich weniger Kyudo wiederbringen, ein bisschen mehr Revi. Ich weiß es nicht, wie ich es machen möchte, denn beides kam die letzte Zeit sehr, sehr, sehr gut an. Ich habe keine negative Kritik über irgendeinen der beiden Server bekommen. Ich denke mal aber, dass mir da Revi ein bisschen besser gefällt jetzt erstmal. Ich mache halt so, wie ich drauf Bock habe. Und ich denke mal, die meisten von euch sind auch für Revi-Content bei mir auf den Kanal gekommen. So, ach so, ist nicht nur noch das Team. Ich dachte, das Team wäre das letzte. Ich bin mal grün, ne? Ja, immer grün irgendwie. Ich bin durch ein Loch gefallen. Aber schreibt auf jeden Fall auch mal unten rein oder sagt es mir per TS, was auch immer. Ich möchte auch mal dazu wissen, wie ihr die Audio von mir findet. Denn ich habe das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren das letzte Mal gemacht mit Audacity. Und ich denke, man kann... Was? Ja? Nein, ich bin da. Und ich finde, man sollte seine Audio schon gut bearbeiten, wenn man das denn kann. Und ich habe es halt eine lange Zeit nicht gemacht, auch wenn meine Audio gut ist. Ich finde, da kann man immer noch mal einen feinen Schliff geben. Boah, hat er mich erschreckt. Ah ja, da ist so ein Grüner in der Mitte. Ne? Ich hasse das, wenn Leute da so Blöcke spammen. Da ist dann noch einer, ne? Ah, perfekt. Ja, moin. Also, oh. Egal, ob wir es jetzt gewinnen oder verlieren, ich habe es gut angesprochen, finde ich. Und, oh, da haben wir noch einen. Nein, da ist noch jemand. Nein, Quatrix. RIP. Lol. Gut, ist ja egal, ob wir es gewonnen haben oder verloren haben. Ihr wisst Bescheid. Schaut beim Hype vorbei. Macht's gut. Tschüss. Ciao.